Reifung im First Fill Bourbon. Virgin Oak Cask Finish. Nicht kühl gefiltert. Nicht gefärbt. 43%. 24,99 Euro. Sechs gute Gründe. Doch wie schmeckt der neue Whisky von Aldi Süd? Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier nach dem Intro auf meinem Kanal Whisky-Helden. Und heute gibt es Irish Whisky und O'Loughlin Single Malt Irish Whisky mit Virgin Oak Cask Finish. Ein Irish Whisky, den es demnächst ab dem 8. Oktober 2021 in den Regalen bei Aldi Süd geben wird. Und bei O'Loughlin wird es bei dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen klingeln, denn genau, letztes Jahr, ich glaube Anfang des Jahres war es oder vielleicht sogar Weihnachten 2019, durch die Corona-Pandemie verfliegt ja alles rasend schnell, gab es schon mal einen O'Loughlin, der hatte allerdings ein Rum-Cask-Finish. Ja, finde ich spannend. Die zweite Abfüllung beim Discounter Aldi Süd von O'Loughlin und ich finde es halt spannend, dass man jetzt einfach mal auf ein anderes Finish setzt, um einfach auch mal so ein bisschen die Gegenseite zu zeigen vom Rum-Cask-Finish zum Virgin Oak Cask Finish. Ja, und ich bin der Glückliche, der heute schon eine Woche vor dem öffentlichen Erscheinungsdatum den O'Loughlin Virgin Oak Cask hier präsentieren darf. Und die Flasche wurde mir von V&B Quality Products GmbH von der lieben Andrea zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, was kann ich euch über den Whisky erzählen? O'Loughlin Single Malt Irish Whisky steht auf dem, wie ich finde, schön und wertig gestalteten Etikett, so ein bisschen 3D-mäßig, hier die Möwen in Gold kommen so ein bisschen hervor, Triple Distilled und Virgin Oak Cask Finish. Ja, im Intro hatte ich ja auch schon gesagt, wir haben First Fill Bourbon Reifung, wir haben keine Färbung, keine Kühlfiltrierung, der Preis 24,99 Euro, wie ich finde, hört sich gut an, die Ausgangsdaten stimmen hier und man kriegt hier wirklich eine wertig gestaltete Flasche, mit einem schönen Korkverschluss für den Preis. Und ja, weitere Infos sind mir nicht bekannt, beziehungsweise werden hier auch der Flasche auf dem Label nicht preisgegeben. Ich kann euch weder sagen, welche Brennerei dahinter steckt, noch wie lange der Whisky reifen durfte oder wie lange auch die Dauer des Finish beträgt. Auf dem Label wird verwiesen, dass der fachgerecht, sage ich mal, ins Deutsche übersetzt von einem Master Distiller in Irland abgefüllt und kreiert worden ist für V&B und ja, ich bin gespannt. Auf dem Etikett hinten sind noch ein paar Tasting Notes vermerkt. Wir haben hier in der Nase Heu, Eiche und Vanille und am Gaumen ja, einen leichten Geschmack von Früchten, Vanille, Pfeffer und Eiche. Klingt erstmal ganz nach einem Virgin Oak Cask Finish, wie ich finde, und lasst uns doch einfach direkt reingehen in die Verkostung. Ich bin wirklich gespannt, weil ich fand den O'Loughlin mit Rum Cask Finish auch schon gut und der hat mir sehr gut gefallen. Also von daher gucken wir mal, was der O'Loughlin mit dem Virgin Oak Cask Finish hier so am Gaumen zaubert. Bis gleich in der Verkostung. Ja, da sind wir auch schon in der Verkostung. Ihr seht, der Flaschenstand ist schon etwas geleert. Grund dafür ist, dass ich die Flasche schon auf meinem Blog whisky-helden.de besprochen habe. Der Beitrag ist auch schon etwas früher als das Video hier veröffentlicht worden. Und deswegen hatte ich den natürlich schon mal in den letzten Tagen mehrfach verkostet, um einfach, ja, manchmal ist es ja so, dass man von Tag zu Tag einen anderen Geschmack hat, je nachdem, wie man auch gelaunt ist, was man vorher gegessen hat. Und ich versuche halt immer, die Whiskys an unterschiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten zu verkosten, damit ich möglichst, sage ich mal, immer mit einer anderen Stimmung oder auch mit einem anderen Geschmack, Vorgeschmack, Vorbelegung an die Whiskys gehe. Und von daher schauen wir mal, was der O'Loughlin Virgin Oak Cask jetzt hier so kann. Ja, also das Virgin Oak Cask Finish ist definitiv präsent in der Nase. Ich habe hier feine Gewürze, ich habe hier vor allen Dingen frisch gemahlenen weißen Pfeffer, der prickelt so ein bisschen in der Nase. Der hat eine leichte Schärfe,
Da muss ich aber sagen, und das ist der Tipp, lass den ein bisschen länger stehen, länger atmen im Glas, dann verflüchtigt sich diese Schärfe auch nach und nach. Das hatte ich beim Schreiben für den Blog schon gemerkt. Deswegen Tipp an der Stelle, auf jeden Fall mal atmen lassen. Ich habe hier schöne, feine, holzige Aromen, doch eher üppige Holzaromen, muss man ganz sagen. So frische Sägespäne, die gerade beim Hobeln von Holz auf den Boden fallen. Ich habe hier doch erfrischende Heu- und leicht grasige Aromen. Die stehen so ein bisschen im Vordergrund. Ich habe jetzt gar nicht mal so die satte Vanille direkt am Anfang, sondern die Vanille hält sich meines Erachtens gerade bei den Gläsern auf jeden Fall mehr so ein bisschen im Hintergrund auf, ist spürbar, bringt noch eine kleine Frucht mit rein, eher helle Früchte, unreife Birne, so ein mehliger gelber Apfel, was ich gut finde. Vielleicht so ganz im Hintergrund eine leicht erfrischende Zitrus, so ein bisschen Milchschokolade, wobei der Milchanteil bei der Schokolade sehr hoch ist. Gefällt mir in der Nase erstmal sehr gut. Macht Lust, den auf jeden Fall zu tasten. Und ich bin gespannt, wie sich das Virgin Oak Husk Finish, was sich ja in der Nase schon sehr stark ankündigt, jetzt am Gaumen präsentiert. Ja, also das Virgin Oak Husk Finish oder die Aromen daraus waren jetzt keine Eintagsfliese beim Nosing, sondern zeigen sich ja auch ganz klar am Gaumen. Also interessant finde ich, der fängt so ein bisschen weich an, ne? Fängt so ganz lieblich weich, ist auch dreifach destilliert, natürlich passt, 43%. Und dann kommt aber so ein schöner würziger Einschlag, der dem so eine ja, andere Dimension einfach nochmal gibt. Ne? Man hat diese Weiche und dann kommt diese pfeffrige Würze aus dem Virgin Oak Husk Finish hinzu. Finde ich sehr spannend. Ich habe auch hier starke, starke frische Holzaromen, bisschen Sägespäne. Ich habe auch hier so ein bisschen einen Touch Milchschokolade. Ich habe jetzt hier deutlich mehr Vanille. Das Ganze ist recht oder ein bisschen trocken im Mund, was gar nicht schlimm ist, was gut ist, was auch zum Virgin Oak Husk Finish definitiv passt. Ich habe hier auch wieder helle Früchte, ein mehliger gelber Apfel, eine Birne. So ein bisschen jetzt auch herbere Aromen nach hinten raus beim zweiten Schluck. Aber die Würze, die ich beim Antritt beim ersten Schluck hatte, ist jetzt auch weg. Man hat sich dran gewöhnt und der macht so ein bisschen Platz für süße Sahnebonbons, wird total weich. Hat aber nach hinten raus, wie gesagt, einen leicht herberen Touch. Den muss man definitiv berücksichtigen. Beziehungsweise ich persönlich bin ja nicht so der Freund von herberen Aromen, aber die fallen jetzt hier noch recht dezent aus, aber sie sind da definitiv. Ja, also Nose und Taste kann ich schon mal sagen. Fokus Virgin Oak Husk Finish ist voll da. Der ist zwar weich, hat aber auch einen würzigen Antrieb, was ich gut finde. Er hat Frucht, er hat Vanille, er hat Holzaromen, er hat erfrischendes Heu. All das, was ich auch von dem Virgin Oak Husk Finish jetzt hier erwarten würde. Im Nachklang ist er doch recht trocken, was aber auch nicht unerwartet jetzt für mich kommt. Er hat hier eher so, sage ich mal, dunklen Kakao mit einem hohen Kakao, also so ein bisschen, ja, schon stark dunkler Kakao. Ich habe ein paar Röstaromen vielleicht sogar noch drin. Bisschen Teig vielleicht noch im Nachgang. Also Grundfazit, erstmal finde ich es gut, dass jetzt hier bei Aldi Süd der nächste O'Loughlin's kommt mit einem anderen Finish. Es wird einfach nochmal ein anderer Fokus gesetzt. Ich persönlich finde, dass der Grundcharakter von beiden Abfüllungen nahezu identisch ist. Ich habe die vorher mal so ein bisschen parallel verkostet. Bei beiden habe ich so ein bisschen die Frucht, die Milchschokolade.
Allerdings unterscheiden die sich deutlich allein durch das Finish, Rum-Cask-Finish, viel mehr Frucht, noch mehr Schokolade, wie ich finde. Hier Virgin Oak Cask Finish kommt deutlich hervor. Wir haben hier holzige Aromen, wir haben hier süßliche Vanille, wir haben natürlich auch Frucht- und Milchschokolade, aber der Fokus liegt ja eindeutig auf feine Gewürze, Vanille, Holz und so ein bisschen erfrischende Holz- und oder Heu- und grasige Noten. Was ich persönlich gut finde, ein Whisky für 24,99, der kein Loch in die Kriegskasse schlagen wird bei dem einen oder anderen. Da kann man bedenkenlos zuschlagen. Für mich ein Whisky, den ich einfach locker flockig gerne trinke, ohne dass ich mir den Kopf zerbreche über eine Stunde, welche Aromen ich denn in dem Whisky schmecke. Der macht einfach Spaß, mal abends zu trinken. Virgin Oak Cask Finish ist genau da, was ich auch erwartet habe, bringt dem Whisky nochmal zusätzliche Aromen. Ich finde ihn gut, kann ihn empfehlen für 24,99, schlag gerne mal zu. Für diejenigen, die gerade so ein bisschen ihre Whisky-Reise begonnen haben, auch da 24,99 mal zuschlagen, wenn ihr noch kein Virgin Oak Cask Finish oder vielleicht eine Virgin Oak Reifung im Glas hattet, weil findet man ja heutzutage immer häufiger, ist aber trotzdem, wenn man so ein Beginner ist, vielleicht nicht das, worüber man täglich stolpert. Von daher für den Preis meine Empfehlung, einfach mal zuzuschlagen, Virgin Oak Cask Finish zu probieren. Wenn ihr es mögt, sehr gut. Wenn ihr sagt, naja, ich brauche noch ein bisschen, weil diese feinen Gewürze sind noch zu viel für mich, auch okay, aber dann habt ihr die Erfahrung gemacht. Also von daher, meine Empfehlung hat der Whisky, man kann ihn bedenkenlos zuschlagen. Ich genieße ihn jetzt noch ein bisschen, wünsche euch einen schönen Abend, bis dann, euer Tim. Tschüss.